mich, dass wir heute nicht nur einen Vortrag hören, sondern auch diskutieren können. Denn die Würze liegt natürlich in der Diskussion. Und die wird sicherlich konträr sein, so wie ich hier die Zusammensetzung des Podiums sehe. Ich darf die einzelnen Charaktere noch einmal vorstellen, etwas näher vorstellen. Einen wahrhaftigen Staatsminister muss man eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber dennoch darf ich sagen, dass Herr Professor Bausbach aus Aschaffenburg kommt, dort auch seinen Stimmkreis hat, seit 2008 im Bayerischen Landtag sitzt und seit 2 Jahren Staatsminister für die Justiz ist. Natürlich insofern auch Mitglied noch des CSU-Präsidiums. Seitdem, glaube ich, ruht der Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und öffentliches Recht, aber Politik zu gestalten und Bundesgesetzen die bayerische Handschrift hineinzuschreiben, das ist doch viel schöner als nur Studenten etwas zu erklären. Deswegen verwundert es eben nicht, dass Herr Professor Bausbach auch dieses Gesetz mitgestaltet hat. Ich komme zu Herrn Dr. Lars Mohr-Ziefer, zu meinem Rechten. Herr Mohr-Ziefer wurde in Bonn, an der Universität Bonn, promoviert, ist Justiziar der NADA seit dem Jahr 2008, Vorstandsmitglied der NADA seit 2011. Die NADA hat im Jahr 2014 immerhin 8500 Trainingskontrollen durchgeführt, 5000 Wettkampfkontrollen und 22 Athleten wurden auch bestraft. Dennoch gibt es Kritik an der NADA. Die NADA wird bezeichnet als zahnloser Tiger. Der Journalist Jens Weinreich aus Berlin schreibt gar von einer miserablen Erfolgsquote. Herr Mohr-Ziefer begrüßt das Anti-Doping-Gesetz. Ich werde ihn hinterher fragen, warum. Zu meiner Rechten sitzt Herr Professor Rainer Czerki, seit 1998 Rechtsanwalt in eigener Kanzlei in Hannover, spezialisiert auf Sportrecht, Medienrecht, Presserecht. Ist promoviert worden durch eine ganz einschlägige Doktorarbeit, nämlich zum Betrug, verübt durch Doping im Sport, also genau unser heutiges Thema. Ist Lehrbeauftragter für internationales Sportrecht an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Eine seiner Funktionen ist, dass er Anti-Doping-Beauftragter und Vizepräsident des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes ist. Darüber hinaus Berater der Ethikgruppe der Europäischen Kommission sowie der Arbeitsgemeinschaft Anti-Doping der Sportministerkonferenz. Aufsehen erregt hat er schon durch mehrere sportrechtliche Mandate, zuletzt die Vertretung des Radprofis Patrick Sinkewitz. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich begrüße zu meiner Linken den Sportredakteur der Süddeutschen Zeitung Thomas Kistner, der auch nicht mehr vorgestellt werden muss, denn er ist bekannt für seine investigativen Beiträge. Zu den Schattenseiten des Sportgeschäfts, Doping, Korruption. Er ist gewissermaßen das schlechte Gewissen der Sportjournalisten, wie der Spiegel es einmal betitelt hat. Herr Kistner war Sportjournalist des Jahres 2006 und für den Artikel Spritzensport Fußball bekam er 2008 den Theodor-Wolff-Preis. Herr Kistner ist Autor mehrerer Bücher, zuletzt in diesem Jahr gerade erschienen, der Titel Schuss, die geheime Dopinggeschichte des Fußballs. Und wenn ich mir die Regale hier anschaue im Bayerischen Hof, Herr Kistner, da ist noch Platz für mehrere Erscheinungen. Ich hoffe, dass das nicht Ihr letztes wäre. Sie haben, Herr Mausbach, viele Punkte vorgetragen in Ihrem Referat zum neuen Anti-Doping-Gesetz. Ich würde Ihren Vortrag gerne noch einen Punkt ergänzen, der jetzt noch keine Berücksichtigung gefunden hat.
nämlich den Paragraph 11, den sogenannten Schiedszwang. Schiedszwang, was heißt das? Das heißt, dass ein Athlet gezwungen wird, zu einem Schiedsgericht zu gehen, und zwar in der Regel zum CAS, das ist der Court of Arbitration for Sport in Lausanne, und damit abgeschnitten wird vom deutschen staatlichen Richter. Das verwundert zunächst, denn es gibt ja einen Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung lese ich, ich zitiere, wir wollen das Rechtsprechungsmonopol des Staates stärken. Das Gegenteil passiert nur in § 11. Schiedszwang für alle Sportler. Ob das zu Ende gedacht ist, das würde ich heute gerne diskutieren. Denn wenn ein Sportler gezwungen wird, zum CAS zu gehen, dann gilt dort auch das Prinzip der sogenannten Strict Liability. Das heißt, ein Sportler wird verurteilt, auch wenn die Schuld nicht zu 100% nachgewiesen wird. Das heißt, er muss sich entlasten. Gibt es nicht den Grundsatz nulla pöna sine culpa, ein Verfassungsrecht in Deutschland? Und es gibt Kritik, nicht nur aus Anwaltskreisen, es gibt Kritik auch von namhaften Professoren. Professor Degenhardt hat sich dazu in der NJW geäußert, ist ein Athlet ein Bürger zweiter Klasse? Und die Zweispurigkeit, die macht manchen auch Kopfzerbrechen. Was passiert, wenn ein Sportler von seinem Verband verurteilt wird, aber vom staatlichen Gericht freigesprochen wird? Dort herrschen nämlich andere Beweisgrundsätze. Beim staatlichen Gericht haben wir den Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Kommt es dann zu Schadensersatzprozessen des Athleten gegen den Sportverband, weil er ja vom staatlichen Gericht freigesprochen wurde? Diese Frage würde ich gerne als erstes an Sie richten, Herr Professor. Wie sehen Sie die Vereinbarkeit des Schiedszwangs mit dem deutschen, mit der deutschen Verfassung, mit den Grundrechten jedes Sportlers? Also zunächst einmal der Paragraph 11 des Antidoping-Gesetzes ist, und das ist im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens Gott sei Dank klarer gemacht worden, ist eine rein deklaratorische Regelung. Das war am Anfang nicht so klar, ist aber mittlerweile, auch nachdem wir in Stellungnahmen uns dazu verhalten haben, ist das aus unserer Sicht jetzt hinreichend klar geworden. Das ist schon wichtig, weil die Frage des Schiedszwanges ja schon Gegenstand einer Rechtsprechung ist, die grundsätzlich die Möglichkeit einen solchen Schiedszwang zu vereinbaren, bestätigt hat. In einigen Urteilen, es gibt einzelne Urteile, wo das in Einzelfallkonstellationen dann so nicht gehalten hat, aber im Grundsatz ist das anerkannt und daran, glaube ich, sollte man auch nichts ändern, dass der Sport seine eigenen Mechanismen zur Bekämpfung von Doping hat und die sind auch notwendigerweise beizubehalten. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb aber ist es wichtig, dass der Sport in eine Partnerschaft geht mit dem Staat, denn der Sport kann mit seiner Schiedsgerichtsbarkeit manches leisten, was die staatliche Strafbarkeit, strafrechtliche Verfolgung nicht leisten kann. Auf der anderen Seite kann der strafrechtliche Schutz vor Doping ergänzend manches leisten, insbesondere was die Strukturen, die Aufklärung der Hinterstrukturen angeht, was der Sport nicht kann. Und gerade in den Konstellationen, die Sie ansprechen, wo es um die Frage einer Beweisbarkeit geht,
ist ja die strafrechtliche Dopingbekämpfung auch eine Chance für den Athleten, der, wenn eine Ermittlungsmöglichkeit durch den Staat besteht, dann auch die Ermittlungshandlungen der Staatsanwaltschaft, die ja objektiv sind, die ja keine verfolgende, sondern eine objektive Aufklärungsarbeit leisten, die kann ja durchaus auch dann im Sinne des Sportlers Licht ins Dunkel bringen. Also aus meiner Sicht besteht hier eine Partnerschaft zwischen den Möglichkeiten des Sports auf der einen Seite und den strafrechtlichen Sanktionen auf der anderen Seite. Und es wurde auch seitens von einzelnen Sportverbänden immer wieder so in den Raum gestellt, dass die Sportgerichtsbarkeit durch den strafrechtlichen Ansatz bedroht würde. Das Gegenteil ist der Fall. Hier ergänzen sich zwei Systeme, wie wir es auch in anderen Bereichen kennen. In Bereichen zum Beispiel der freien Berufe haben wir auch ein eigenes Regelwerk, das durch staatliche Regeln ergänzt. Herr Kollege Professor Czerki, Sie vertreten prominente Sportler, Patrick Sinkewitz zuletzt. Was raten Sie einem Profisportler, der zu Ihnen kommt und der sagt, ich bin gesperrt worden, angebliches Doping, ich habe was unterschrieben, ich muss jetzt zu diesem Schiedsgericht nach Lausanne, da ist vielleicht auch Schweizer Recht anwendbar, ich muss mich auf Englisch oder Französisch verteidigen, aber ich muss dahin, der Verband schreibt es vor und das Anti-Doping-Gesetz hilft mir nicht weiter. Das wird gebilligt durch das Gesetz. Was raten Sie dann Ihrem Mandanten? Das ist in der Tat eine schwierige Einzelfallentscheidung, wenn wir jetzt die heutige Welt angucken. Müssen wir mal sehen, in welcher Situation befinde ich mich als Athlet? Habe ich sozusagen die Karriere noch vor mir? Bin ich mittendrin? Will ich es auf einen Grundsatzstreit darauf ankommen lassen, dass ich eben auch angesprochen haben, ob dieser Schiedszwang, der nun mal für alle Kaderathleten faktisch gilt, beziehungsweise auch praktiziert wird, ob er wirksam ist oder nicht. Das ist die erste Überlegung. Will ich also während der Dauer meiner Karriere parallel sozusagen einen langen zivilrechtlichen Streit durchstehen? Habe ich die Möglichkeit, das vielleicht abzukürzen? Das ist die erste Überlegung bei dieser Entscheidungsfindung. Am Ende geht es erstmal darum, dem Athleten klarzumachen, was es bedeutet, wenn man in die eine oder die andere Richtung geht. Wenn ich den Weg zum ZAS beschreite, in der zweiten Instanz wohlgemerkt, es gibt ja erstmal eine erste Instanz in Deutschland, die mitunter auch eineinhalb, zwei Jahre dauern kann. Es wird immer gesagt, dass die Sportschiedsgerichtsbarkeit ja effektiver, schneller ist. Die Erfahrung kann ich eigentlich so in vielen Fällen nicht bestätigen. Dann fängt, das muss dem Athleten klar sein, die ganze Sache nochmal von vorne an, komplett de novo, vor dem ZAS. Das heißt, das gesamte Verfahren aus der ersten Instanz, egal wie es ausgegangen ist, beginnt dann wieder neu. Es gibt vor dem ZAS, auch das erkläre ich dem Athleten in der Situation, keine Prozesskostenhilfe. Sie sind als Athlet, wenn Sie erstmal eine positive A-Probe haben oder eine positive B dann auch, erstmal suspendiert. Das heißt, ob Sie Einzelsportler sind oder Mannschaftssportler, Sie verdienen nichts mehr, denn Arbeitsverträge, Sponsoringverträge enden in dem Zeitpunkt. Wenn Sie dann sich die Kostensituation vor dem DIS-Schiedsverfahren alleine in den Aspekten anzusprechen oder vor dem ZAS anschauen, der von Ihnen angesprochene Fall Sinkewitz war alleine vor dem ZAS Richterkosten von 113.000 Schweizer Franken. 113.000 Schweizer Franken, wenn Sie schon zwei, drei Jahre suspendiert gesperrt sind, das Geld haben Sie nicht mehr, Prozesskostenhilfe gibt es nicht. Und das ist die ehrliche Wahrheit, die ich dem Mandanten letzten Endes einschränken musste. Also es ist eine schwierige Entscheidung, wenn man sich das klar macht, glaube ich, den Weg wird es auch in der Zukunft immer wieder geben, dass eine richtige Entscheidung sein kann, ein staatliches Gericht sehr frühzeitig anzurufen in Deutschland, mit den Möglichkeiten auch, die man bei Bedürftigkeit und gewisser Erfolgsaussicht hat, nämlich Prozesskostenhilfe, Verfahrenskostenhilfe, dann auch zu beantragen, um einen Eilantrag, zumindest auf Dauer der
für die Dauer der Suspendierung auf Aufhebung der Suspendierung zu stellen. Lassen wir mal kurz, was Herr Minister in dem Kontext vielleicht auch angeführt hat, nochmal ergänzen oder kommentieren. Sie sprachen, Herr Minister, von dem wechselseitigen Befruchten, glaube ich, ist verstanden zwischen der staatlichen Gerichtsbarkeit, den Ergebnissen der Ermittlungsbehörden einerseits und der Verbandsdisziplinarebene andererseits. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Einstellung eines Ermittlungsverfahrens mangels Tatverdachts dann automatisch auch zur Konsequenz hat, dass die sportrechtliche Ahndung dann ebenfalls auf Null gesetzt wird. Also ich sehe sowohl rückblickend auf verschiedenste Fälle, die ich begleitet habe, da große Diskrepanzen als auch für die Zukunft, da ich die große Herausforderung. Ja, darf ich nochmal kurz nachhaken, wie beurteilen Sie die Qualität auch der Gerichtsbarkeit jetzt Kass im Vergleich zu einem Landgericht München beispielsweise? Ja, mei. Die Referendare, die zu uns in die Kanzlei kommen, das sind Grundgespräche, die wir immer wieder führen, Schiedsgerichtsbarkeit oder staatliche Gerichtsbarkeit. Als erstes erzähle ich denen immer, ich finde persönlich die besten Urteile im Sport haben die Zivilrichter gemacht, von staatlichen Gerichten, die sozusagen überhaupt nichts mit Sport am Hut haben, weil die das Regelwerk sauber anwenden. Das jetzt mal zur Qualität erstmal allgemein gesprochen. Was sind die weiteren Qualitätsparameter bei so einer Sache? Wenn Sie sich anschauen, was steht am Ende da? Ein Urteil, eine Entscheidung, wie kommt es zustande? Von dem staatlichen Gericht höre ich mir bei schwierigen medizinischen, Laborfragen und chemischen Fragen neutrale Sachverständige an, um mir dann ein Bild zu machen und dann ein Urteil zu sprechen. Dieses Prozedere gibt es in der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit nicht. Da muss jede Partei sozusagen seine, in Anführungszeichen, Sachverständigen sich zusammensuchen, bezahlen am Ende des Tages auch. Und dann gibt es eine Schlacht der Gutachter. Wer hat am Ende mehr Gutachter auf der einen Seite, wer hat mehr auf der anderen Seite? Dass das auch am Ende eine Kostenfrage ist, die den Athleten im Einzelfall sehr alt aussehen lassen kann, das liegt auf der Hand. Aber das nochmal zur Qualität solcher Urteile. Und da möchte ich mir jetzt nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, wenn wir jetzt bei Sinkewitz nochmal kurz ansprechen dürfen, als Qualitätsmerkmal eines Trust-Urteils, wo dann ausgewiesene Sport Richter, und das ist ja auch ein Argument, das immer vorgebracht wird, dass die Sportschiedsrichter, sei es bei DIS oder bei ZAS, also DIS ist diese erste Instanz, doch so nah dran sind an den Regelwerken und an der Materie. Wenn dann ein Urteil begründet wird, A- und B-Probe sind so weit abgewichen voneinander, weil bei der B-Probe anders analysiert wurde mit anderen Methoden als bei der A-Probe. Und da muss man gar nicht bloß erklären, dass eine B-Probe eine Verifikation der A-Probe sein soll, mit anderen Worten identisch nachvollzogen werden muss, also nach denselben Methoden das durchgeführt werden soll. Wenn man sowas dann im Urteil liest und ein Athlet dann verurteilt wird, dann spricht das für sich. Daraus höre ich, dass der Kass dringend reformiert werden muss, wenn er denn tatsächlich die einzige Instanz sein soll, an die sich ein Sportler wenden darf. Und das Oberlandesgericht München hat ja hohe Hürden aufgestellt im Fall Claudia Pechstein. Es hat zwar gesagt, gut, der Schiedszwang ist in Ordnung, aber nur dann, wenn sowohl der Sportler einerseits, wenn der Sportler auch gleichmäßig mitwirken kann, paritätisch mitwirken kann an der Zusammensetzung der Schiedsrichterbank. Und das hat das Oberlandesgericht kritisiert und hat gesagt, das ist derzeit beim Kass nicht gegeben. Mit anderen Worten, wir haben jetzt eine Lücke, wenn das Gesetz in Kraft tritt zum 1. Januar 2016 und es kommt ein Dopingfall und der Sportler wird gezwungen, zum Kass zu gehen, dann wäre das, jedenfalls nach der derzeitigen Rechtsprechung des OLG München, nicht gerechtfertigt. Also mit anderen Worten, zurzeit erfüllt der Kass nicht die Qualität eines echten Schiedsgerichts. Herr Minister, können Sie Einfluss nehmen auf den Kass? Können Sie wir haben ja deutsche
in den höchsten Ämtern, in den höchsten Funktionen, können Sie nicht als Staatsminister einen Brief schreiben an Thomas Bach und sagen, Herr Dr. Bach, wir haben eine funktionierende Justiz in Bayern und vielleicht wird ja das Urteil vom BGH bestätigt im Frühjahr nächsten Jahres. Und es landet kein einziger Fall mehr bei Ihnen, obwohl der Kass doch eigentlich Ihr Kind ist. Wollen Sie nicht ein paar Reformen anstoßen, damit tatsächlich der Kass auch den Deutschen im Maßstäben genügt? Also einen solchen Brief darf ich wohl im Moment oder sollte ich im Moment nicht schreiben, weil ich mich als Justizminister nicht zu laufenden Verfahren und zu Einzelurteilen verhalten kann. Aber ich brauche ihn ja auch nicht zu schreiben, weil das Urteil des OLG München steht ja im Raum und ist aus meiner Sicht sogar ein Beleg aber dafür, dass ich ein staatliches System, staatlicher Rechtsstaat und sportspezifische Schiedsgerichtsbarkeit durchaus wechselseitig beeinflussen und damit auch befruchten. Also wenn Sie eine solche Entscheidung im Rechtsraum stehen haben, dann wird ja sicherlich auch eine Reaktion erfolgen. Deshalb brauche ich keinen Brief schreiben. Auf die warten wir gespannt. Ich würde gerne überleiten zu Herrn Neuziefer. Die NADA hat ja auch diesen Gesetzentwurf begleitet. Ich habe Ihre Äußerung im Ohr, dass Sie den Gesetzentwurf begrüßt haben. Ich würde Sie gerne fragen, warum? Also zunächst kann ich mal gerade darauf antworten. Wir haben so einen Brief geschrieben, gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und wir sehen den Reformbedarf beim KAS als durchaus wichtig an. Wir aus dem Sport heraus, aus der Funktion der nationalen Antidoping-Aufsicht, können genau diese Reformen anstoßen, die notwendig sind, sowohl national beim Deutschen Sportschutzbericht als auch international. Also ich kann zum Beispiel national sagen, wir arbeiten an einem Prozesskostenfonds, wo dann tatsächlich Athleten relativ komplikationslos Anträge stellen können, auch Prozesskostenhilfe bekommen werden. In Deutschland ist es auch so geregelt, dass dort im Schiedsrichterwesen eine Parität herrschen kann, wenn es ein Dreier-Schiedsgericht ist. Also von daher sind wir da, glaube ich, näher dran an der OLG-Entscheidung, die wir jetzt haben, und sind da gut gewappnet. Unabhängig davon, dass wir uns natürlich auch sehr gewissenhaft mit der Situation auseinandersetzen. Deswegen auch unser Blick Richtung Anti-Doping-Gesetz. Wir begrüßen es deshalb, weil es für uns genau das, was der Staatsminister sagte, verbindet, was auch verbunden werden muss, nämlich der staatliche Eingriff der Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsbeamte bei Hintermännern, bei organisierten kriminellen Machenschaften. Ich kann es nur andeuten, das, was jetzt gerade in Russland passiert ist, ist, so wie es eingangs ja auch erläutert wurde, kriminell. Das sind kriminelle Machenschaften. Ich denke, da tut sich der Sport schwer, tatsächlich einzugreifen. Da braucht er die Unterstützung. Und ich glaube, diese Voraussetzung schafft das Anti-Doping-Gesetz. Auf der anderen Seite kann das Anti-Doping-Gesetz natürlich auch nicht das leisten, was der Sport als originäre Aufgabe hat. Nämlich Disziplinarverfahren durchzuführen, wenn jemand die Regeln bricht. Und das nicht nur im Fußball bei einer roten Karte, sondern auch beim Dopingverstoß mit einer hohen Steroiden und dergleichen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Schiedsrichtbarkeit, diesen Disziplinaransatz der Verbände weiterhin stärken. Und das vermischt sich so ein bisschen, wenn man das diskutiert mit Ansprüchen im staatlichen Recht und im Sportrecht. Der Sport muss die Möglichkeit haben, so stark zu sein, dass er aus seinem System heraus Betrüger und diejenigen, die den Sport schädigen, die den sauberen Sport schädigen, aus dem Verkehr ziehen können, schnell suspendieren können, schnell sanktionieren können. Deshalb gibt es zum Beispiel auch den Strict Liability Grundsatz. Einen aus dem Sport heraus entwickelten Grundsatz, den der Sport möchte. Ja, fragen Sie Athleten, die sagen, am liebsten sperrt sie alle für 4 Jahre oder lebenslänglich. Das ist das, was die Sportler wollen. Sie wollen sich nicht mit Betrügern messen. Natürlich, und da bin ich auch ein Verfechter dafür, muss das Ganze rechtsstaatlich sein. Ja, das kann nicht willkürlich sein, dass einer den Daumen nach oben oder nach unten hebt und sagt, du bist jetzt schuldig für das ganze Unheil dieser Situation. Das muss rechtsstaatlich sein. Aber ich glaube, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir beide Situationen stärken, sowohl den Sport mit seiner Disziplinargewalt und den Staat mit seiner Befugnis. Und wir haben es ja hier in Bayern mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft über Jahre hinweg versucht, tatsächlich an Fälle zu kommen. Und es ist uns
im Versuchsstadium leider in vielen Fällen stecken geblieben, weil wir halt keine Synergien schaffen können, weil wir keine Ansätze haben, weil die Ermittlungsbeamte warten, dass sie tatsächlich entsprechende Grundlagen haben. Und deswegen ist das etwas, was wir begrüßen, was wir mitbegleiten. Wir haben uns eingebracht in den Gesetzgebungsprozess, weil wir auch sagen, die Erfahrung, die der Sport hat, gerade auch mit Spitzenleistungen, die zu definieren, zum Beispiel in einem Testpool, um da herauszukristallisieren, wen der Anwendungsbereich dieses Gesetzes treffen soll. Da haben wir uns eingebracht und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Und darüber hinaus sind wir froh darüber, dass Dinge, die NADA stärken, auch mit implementiert wurden im Gesetz. Das ist der Datenaustausch mit den staatlichen Ermittlungsstellen, das ist der Datenschutz. Diese Diskussion haben wir seit Jahren, dass dort immer wieder kritisiert wird von Datenschützern, dass die Daten umfassender Natur ordnungsgemäß erhoben werden oder auf Grundlage keiner gesetzlichen Regelung. Das haben wir geschaffen. Und ich glaube, auch das Thema Schiedsgerichtsbarkeit gehört in einer Form erwähnt in diesem Gesetzgebungsverfahren, dass es eben im Endeffekt diese Schiedsgerichtsbarkeit und diesen sportrechtlichen Disziplinaransatz stärkt. Deswegen für uns absolut zu begrüßen, natürlich auch mit dem einen oder anderen weinenden Auge, sicherlich mit Grundsäulenregelung hätte Sinn gemacht, weil ich denke, dass das System, was wir jetzt auch in Russland sehen, das Whistleblowing, ja, was dazu geführt hat, letztlich aufzuklären, nur funktionieren kann in Deutschland, wenn man auch entsprechende Schutzmechanismen schafft. Und dafür setzen wir uns auch entsprechend ein. Da muss man sehen, ob das, was der Sport vorgibt, hält oder ob wir da noch eine Nachbesserung brauchen. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich das nur begrüßen, was die Verzahnung von Sport und Staat fordert. Vielen Dank. Doping ist kein deutsches Problem. Es ist ein weltweites Problem. Und weil es Sportarten gibt, die verseucht sind, wie wir es vom Radsport kennen, wie wir es aber auch aus der Leichtathletik kennen, wie wir es auch jetzt durch das russische Staatsdoping erfahren mussten, glauben Sie, Herr Kistner, dass das deutsche Anti-Doping-Gesetz tatsächlich viel ausrichten kann im globalen Kampf gegen Doping? Oder bräuchten wir nicht viel mehr eine Harmonisierung auf europäischer Ebene? Nützt es was bei den Drahtziehern im Hintergrund? Sind die Drahtzieher im Hintergrund überhaupt zu fassen? Was ist Ihre Prognose? Also da geht es schon in den voll in den kriminellen Bereich rein, der diese Verzahnung ja hat mit dem Sport. Der Minister hat es ja vorhin auch schon angesprochen, der Dopingmarkt ist mittlerweile ungefähr so groß, fast schon wie der Drogenmarkt weltweit, und wächst immer rasanter. Denn hier ist es natürlich viel attraktiver, mit viel weniger Risiko, mit fast schon den gleichen Gewinnmargen zu operieren. Ich brauche im Grunde genommen, ich brauche die Waffen nicht, die es mittlerweile immer häufiger gibt bei entsprechenden Ermittlungen und Funden. Ich kann mich zwischen den Lücken bewegen, die es global überall gibt. Es gibt ja Länder ganz ohne Arzneimittelgesetzgebung, die haben meist gerade andere Probleme, da geht es ja schon mal los. Da sind im Übrigen auch sehr viele Drogenküchen. Viele von denen, die aus dem Boden schießen, Weißrussland zum Beispiel, auch in Mexiko, wo die Drogen ohnehin mittlerweile hier die Drogenkriminalität ihre Heimat gefunden hat. Also ich glaube, da ist der Sport heillos überfordert, mit hier Regelungen zu treffen. Ich will mal grundsätzlich, wenn wir hier über die Doping-Problematik sprechen und wie das juristisch anzugehen sein könnte, das Augenmerk mal auf den Unterschied richten, den wir in dieser Sportgesellschaft haben im Vergleich zu unseren normalen Gesellschaften. Der Sport sagt ja immer gerne, wenn es Dopingfälle gibt, ja, der Sport kann nicht sauberer als die Gesellschaft sein. Wir haben genauso unsere schwarzen Schafe, die es überall gibt. Das ist Unfug. Das ist die ganz große Lüge des Sports, die, solange die Menschen das glauben, immer funktionieren wird. Im Sport haben wir etwas, das wir im zivilen Leben nicht haben. Wir haben einen Systemzwang, Strukturzwang zu betrügen. Niemand von uns, die wir hier in unterschiedlichsten Berufen unterwegs sind, haben eigentlich das Problem, hoffe ich mal, dass wir per se betrügen müssen, um
Das gibt es natürlich auch, das sind dann die schwarzen Schafe, dafür gibt es die vielfältigen juristischen Maßnahmen. Im Sport ist das völlig anders aufgestellt. Im Sport, insbesondere in den dopingintensiven Sportarten, die es gibt, haben wir es schlicht und einfach das Problem reduziert auf den Punkt, hier sichere ich meinen Wettbewerb mit meiner körperlichen Leistung. Und für die körperliche Leistung gibt es Mittel. Da ist gar niemand schuld, zunächst mal, dass es die Mittel gibt. Die sind einfach da. Wir haben die Entwicklung im pharmazeutischen Bereich, die ja im Übrigen auch nicht der Dopingförderung dienen, sondern da werden Medikamente für Schwer- und Schwerstkranke hergestellt, die mittlerweile oder eigentlich schon seit Jahrzehnten schon im klinischen Stadium dann nach draußen gehen und ihren Weg in den Spitzensport finden. Also diese Dinge sind erstens da, daran ist zunächst mal niemand schuld. Sie sind zweitens hocheffektiv, das schafft eine gewaltige Verlockung für diejenigen, die sich damit natürlich enorme körperliche Vorteile sichern, die sie mit keinem Training der Welt erreichen könnten. Stichwort BDR. Das Prinzip hat vorher schon gegolten und gilt auch seither. Doping bringt ganz einfach eine Menge. Niemand kann mit seiner normalen körperlichen Leistungskraft das erreichen, was er mit ein bisschen mehr aus der Pharmakiste erzielen kann. Also wir haben diesen Strukturzwang und es sind natürlich auch, wenn wir jetzt schauen, wie die Athletenbranche darauf reagiert, schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Erhebungen, die natürlich nicht aus dem Sport direkt kommen, die auch ganz klar zeigen, dass die Landschaft systematisch verseucht ist. Warum? Zum einen, weil ich mir das Doping schon deswegen schönreden kann, weil ich ja davon ausgehen muss, dass meine Konkurrenten betrügen. Der Kernsatz dazu stammt von Jan Ullrich, der nie gesagt hat, ich dope nicht oder ich habe nicht gedopt, sondern der immer gesagt hat, ich habe meine Kollegen nicht betrogen. Das ist ein riesen Unterschied, denn er hat sie nicht betrogen, zumindest aus seiner Denke aus, weil sie alle, wie wir mittlerweile wissen, vor allem im Spitzenbereich, definitiv alle gedopt haben. Also er hat auf diese Art und Weise versucht, eine Chancengleichheit herzustellen. Das zieht sich durch im Sport. Es ist schlicht und einfach so, der Athlet kommt an den Punkt, an dem er sich entscheiden muss, mache ich es oder mache ich es nicht, ganz einfach. Er wird mit dem Thema entweder von außen, also von seinem, nicht von ganz außen, sondern von seinem Umfeld, jeder Athlet ist heutzutage, wir reden von Spitzenathleten, eingebunden in intensive Betreuer, Trainer, auch Managementgeflechte. Also man fällt ja nicht vom Himmel und ist plötzlich Spitzenathlet oder Olympiateilnehmer, sondern sowas wächst, sowas entwickelt sich. Und da sind diese Anfechtungen ganz normal mit dabei. Trotz alledem gibt es Leute, die dem natürlich widerstehen, keine Frage. Aber wenn wir mal auf die Zahlen schauen, die sich immer wieder bei belastbaren Untersuchungen ergeben, dann ist es natürlich genauso, wie es die Logik vorgibt. Es ist nicht flächendeckend, aber flächig verseucht. Wir hatten kürzlich 2013 erst eine Studie unter deutschen Kaderathleten vorgestellt und veranlasst von der Deutschen Sporthilfe. Da haben sich also wirklich in einer extrem belastbaren Erhebung haben sich 6% der deutschen Kaderathleten wohlgemerkt so geäußert, dass sie regelmäßig dopen, also regelmäßig, nicht hin und wieder, sondern regelmäßig. Keiner von denen, unterstelle ich mal, ist jemals gefunden worden bei den Dopingkontrollen hier im Lande. Wie auch, das ist das nächste Problem, komme ich gleich noch kurz drauf. Aber 40% haben sich zu dieser Frage lieber erstmal gar nicht geäußert. Was heißt denn das? Wenn ich mich gar nicht dazu äußere, dann habe ich sehr wahrscheinlich einen Grund dazu, habe vielleicht auch die Befürchtung, dass das Ganze eigentlich eine Ausspähaktion ist, wie auch immer. Also das lässt sich natürlich so werten, wie es die Statistiker auch gewertet haben. Also da sind wir bei einem Potenzial von die Hälfte, die in irgendeiner Form mit Doping in Berührung gekommen sind. Das deckt sich im Übrigen mit einer Erhebung der Saarland-Uni von einigen Jahren zuvor, die ein Potenzial von um die 40% Kaderathleten ermittelt hatten, die mit Doping zumindest schon mal in Berührung gekommen sind. Und das alles wiederum deckt sich mit Erhebungen, die es in aller Welt gibt, insbesondere in den USA, wo man auch immer mal wieder Olympiateilnehmer fragt, ob sie denn für eine Goldmedaille bei Olympia in 5 Jahren ins Grab gehen würden. Gibt es das sogenannte Goldman-Dilemma. Das ist so
soziologisch auch ausgetestet, ist belastbar, läuft seit den 80er Jahren, wird immer wieder wiederholt. Demnach sind an die 50% von Spitzenathleten, eine unfassbare Zahl, an die 50% von Spitzenathleten so fokussiert, dass sie diesen teuflischen Deal eingehen würden. Wie auch immer das dann in der Realität ausschaut, das gibt uns eine Ahnung zumindest von dem, was hier wirklich virulent ist. Und solange man nicht begreift, dass es diesen Strukturzwang gibt, dass es also nicht einige böse Jungs, Mädels da draußen gibt, die versuchen, die anderen einfach zu betrügen und ein bisschen besser zu sein, sondern dass es ganz, ganz viele Zwänge gibt, die da auf den Athleten einwirken, solange fällt es uns sicherlich schwer, dieses Problem in seiner ganzen Tragweite zu erfassen. Denn was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, dass dieses Marktsegment, diese gigantische Unterhaltungsindustrie, Spitzensport, über diesen Bereich reden wir hier gerade, natürlich seiner eigenen Grundlage beraubt, wenn hier wirklich durchgegriffen wird. Das macht keinen Sinn. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie der Formel 1 das Benzin entziehen, dann bleiben die Dinger einfach stehen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber stellen Sie sich mal vor, wir würden, was niemals gelingen wird, Doping wirklich ausmerzen. Allein die Leistungseinbrüche, die es dann gäbe, das läuft ja absolut dem olympischen Prinzip des höher, schneller, weiter entgegen. Und wenn wir jetzt die Verhaltensweise von beispielsweise von einem ganz wichtigen Sportpolitiker, der hier in diversen Zusammenhängen schon genannt worden ist, Thomas Bach, das sind wir auch wieder bei der deutschen Frage, sehen, dann stellt man fest, dass hier wirklich eine Systematik sich durchzieht, durch die Jahrzehnte, wie dieser Sport, wie der globale Weltsport aufgestellt ist, die natürlich einen Sinn ergibt. Der Sport muss sich absichern, das tut er mit allen Mitteln. Der Sport hat nicht nur den CAS, der keine Kontrollinstanz ist, sondern ein Instrument, sich zu eigen gemacht, sondern auch die Anti-Doping-Bekämpfung eigentlich, als das losging. Ich weiß noch, vor 25 Jahren, es ist zwar schon ein bisschen früher losgegangen, aber als es dann wirklich zum Thema wurde, Ben Johnson und so weiter, als es die Öffentlichkeit erreicht hat und als Problem erkannt wurde, erstmals gesellschaftlich, da gab es gigantische Vorbehalte natürlich bei den Sportfürsten damals, Juan Antonio Samaranch insbesondere am IOC, war ein massiver Gegner. Können wir nicht machen. Wir ruinieren den Sport, der Werbewert geht dahin, wenn wir mehr Fälle als den Fall Johnson haben. Ganz offenkundig gab es ja auch mehr Fälle, auch schon bei diesen Spielen, Griffiths Joyner zum Beispiel. Und man hat dann aber sehr schnell erkannt, Moment mal, nicht aufhalten lässt sich die Erkenntnis, dass es nur mit Mitteln weitergeht. Wir können aber die Dopingbekämpfung, wenn wir sie im Griff haben, wenn wir sie steuern können, als Schutzschild für uns selbst benutzen, für den Sport. Und das ist bis heute gelungen in großen Zügen. Denn noch immer ist die landläufige Meinung bei den Leuten so, okay, es gibt Tests und die funktionieren im Großen und Ganzen. Natürlich läuft immer mal einer durchs Netz. Das lässt sich natürlich nicht verhindern. Das ist ja in der Tat im richtigen Leben auch. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Es wird kräftig getestet, wenn dann Sportarten wie der Fußball zum Beispiel mit seinen unfassbar vielen Tests kommt, Tausende, Zehntausende von Tests, dann lehnt man sich entspannt zurück und sagt, also perfekt, was wollen wir denn mehr? Und wenn da mal einer irgendwas macht, dann fliegt es auf. Dopingtests sind von der Effektivität her nahe Null. Ganz einfach, weil die meisten Mittel entweder nicht detektiert werden können oder nur in kleinen Zeitfenstern. Man kann damit umgehen als Athlet, es gibt Profis, Berater im medizinischen Bereich, die sich damit bestens auskennen, die sich goldene Nasen verdienen und dann hin und wieder auch mal für große nationale Skandale sorgen, wenn sie wirklich hochgenommen werden. Aber all das gibt es, das Feld ist perfekt aufgestellt und von daher reden wir hier eigentlich nur über den Bereich, der dann noch übrig bleibt, wenn der ein oder andere Athlet wirklich zu dumm ist, um sich all dieser Möglichkeiten zu bedienen. Er hat die Liste, er weiß, was er nicht nehmen darf, er ist in der Szene normalerweise gut verankert und weiß, was er alles nehmen kann. Oder aber, und das haben wir hin und wieder auch zu besichtigen, es gibt Anschläge. Das sind Dinge, die viel zu selten da mit in den Fokus rücken,
ist zum Beispiel eine Verdachtslage, durchaus auch aus meiner Sicht bei dem Fall Sinkewitz gewesen. Dass nicht, dass es in dem Fall einen Anschlag gegeben hat, sondern dass man versucht, hier Exempel zu statuieren. Gerade weil es wichtig ist, in der Dopingbekämpfung, wenn ich da mal jemanden habe, dann darf ich ihn nicht mehr vom Kant halten lassen. Das ist dann auch das Prinzip. Sportler werden ja regelrecht geschlachtet, wenn sie dann wirklich mal überführt sind. Da gibt es kein Halten mehr. Und wenn ich das alles zusammenfasse, dann habe ich hier ein Betrugssystem, Spitzensport, das weiß, dass es nur so funktioniert und dass es seine Basis in irgendeiner Weise abschützen muss und deswegen alles dran setzt, alles zu blockieren, was in Richtung Aufklärung geht. Auch das Gesetz ist jetzt einfach das eine Einstiegsluke. Das ist zu begrüßen, eine staatliche Einstiegsluke, dass jemand was geht. Herr Minister hat es vorhin schon gesagt, es fehlen ja ganz zentrale Dinge. Grundzeugenregelung. Wir müssen meiner Meinung nach auch darüber nachdenken, wie es mit der ärztlichen Schweigepflicht ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist eine Geschichte, die über den Körper läuft und über den Körper. Dass wir alle unsere Malesen und Gebrechen ärztlich geschützt wissen wollen, und so muss es auch sein, ist selbstverständlich. Aber doch nicht ein Spitzenathlet, wenn er in diesem Bereich unterwegs ist. Natürlich hat auch der den Schutz, den ärztlichen Schweigeschutz zu genießen, wenn es um Krankheiten und solche Dinge geht, die die Öffentlichkeit nichts angehen, die niemandem was angehen. Aber doch nicht, fangen wir an mit Verletzungen im Fußball beispielsweise, wenn einer dann plötzlich mal ein halbes Jahr weg ist. Ist das eine Dopingsperre? Es gibt Fälle, da waren es Dopingsperren. Wird einfach mal kurz gesagt, ja, schwerer Muskelfaser sowas oder was auch immer. Das überprüft ja niemand. Ja. Kann niemand überprüfen und die Geschichte ist weg. Das sind auch Betrugsparameter der Öffentlichkeit gegenüber, die dann glaubt, naja, läuft ja alles sauber, der arme Kerl ist jetzt mal ein halbes Jahr aus dem Verkehr gezogen und laboriert dann irgendwelche Verletzungen und so weiter. Also wir sind, glaube ich, unfassbar weit weg von einem Lösungsansatz für diese Problematik im Spitzensport, solange wir nicht erkennen, dass es hier ein Strukturproblem ist und dass wir hier ganz massiv mit allen kriminalistischen Mitteln. Ja, vielen Dank, Herr Kistner. Wir sind auch noch weit weg von den Olympischen Spielen in Hamburg 2024, auf die wir uns alle freuen, auch wenn denen noch ein kleines Referendum vorausgehen wird. Eine kurze Frage an den Herrn Minister. Ist dieses Anti-Doping-Gesetz jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil für die deutsche Olympiabewerbung? Ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir jetzt noch nicht gestellt. Die ist auch aus meiner Sicht letztlich nicht relevant. Wenn es denn ein Nachteil wäre, dann sollten wir diesen Nachteil in Kauf nehmen, weil letztlich, wer will denn Olympische Spiele, die, ich weiß jetzt nicht, ob das Szenario, was Sie schildern, ob das wirklich so ist oder ob es eine Zuspitzung ist von etwas, was da ist, aber wir will denn bewusst eine Veranstaltung fördern, die nicht ein stringentes Doping-Reglement durchsetzt. Deshalb, wenn es ein Nachteil ist, dann sollten wir den in Kauf nehmen. Ich hoffe, dass es kein Nachteil ist, aber maß mir jetzt kein Urteil an, wie das in den Strukturen, die über eine solche Bewerbung zu entscheiden haben, letztlich aussieht. Sehen. Ich würde jetzt noch eine Diskussionsrunde gerne anschließen zum Thema wirtschaftlicher Schaden. Das ist ja auch in unserem Vortrag mit inkludiert. Und als letzten Punkt dann auch Ihnen aus dem Plenum Fragen ermöglichen an unsere Referenten und an unsere Podiumsgäste, damit es vielleicht noch ein bisschen turbulenter wird. Wirtschaftliche Schäden durch Doping liegen auf der Hand. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass Claudia Pechstein durch ihren Prozess über viele Instanzen hinweg wirtschaftlich ruiniert ist. Sie ist schlicht pleite. Das hat Ausdruck gefunden in einer Spendenaktion, die sie
anstellen musste, um jetzt Ihren BGH-Anwalt überhaupt bezahlen zu können. Mit anderen Worten, wenn Ihr Spendenaufruf nicht geglückt wäre, dann wäre der Prozess zwar vor dem BGH auch noch weitergeführt worden, aber ohne BGH-Anwalt. Das ist schon bitter für Athleten, die dann wirklich einen sehr steinigen Weg vor sich haben, durch alle Instanzen hinweg. Netterweise haben Freunde sich bereit erklärt zu spenden, und zwar sehr viele Freunde, sodass immerhin 30.000 Euro zusammengekommen sind und die Gewerkschaft der Polizei auch noch eine Bürgschaft abgegeben hat, was sehr honorig ist. Also der wirtschaftliche Schaden ist groß. Es können viele Geschädigte betroffen sein. Durch Doping sind viele Geschädigte denkbar. Wer kann Geschädigter sein? Natürlich der konkurrierende Sportler, der sauber ist, aber nur Vierter geworden ist. Der Sponsor, in der Regel ein Unternehmen, welches sich einen Image-Transfer erhofft hat, aber der jetzt ausbleibt. Die Sporthilfe, die den Sportler unterstützt hat, damit verbunden Steuergelder, auch staatliche Fördergelder aus dem Bundesinnenministerium. Geschädigt kann auch der Sportverein sein oder der Sportverband, der den Athleten zu dem gemacht hat, was er ist. Und letztlich können auch die Zuschauer geschädigt sein, die viel Geld zahlen für die Eintrittskarte und in der Mehrheit vielleicht dann doch davon ausgehen, dass der Sport noch einigermaßen sauber ist. Wie sieht es jetzt mit Schadensersatz aus, also mit Entschädigung für Sportler, die oder für Unternehmen, die geschädigt worden sind durch dopende Sportler? Gibt es Ansprüche? Darf ich die Frage an Sie richten, Herr Czerski? Sie haben ja schon letzten Endes die potenziell Geschädigten auch alle aufgezählt. Und wenn wir über Ansprüche reden und über Schadensersatz reden, dann geht es um finanzielle Schäden und Vermögensschäden. Und mit Ausnahme des Zuschauers sind alle Zuwendenden, alle Vertragspartner am Ende des Sportlers oder des Clubs, kann auch ein Club betroffen sein, der gesponsert wird, geschädigt bei Sachverhalten, wenn sich herausstellt, dass der Vertragspartner gedopt hat oder aber in einem Team oder einem Club Doping zugelassen wurde. Das führt im Regelfall zu einer Beendigung von solchen Vertragsbeziehungen, zu einer Kündigung einer Fristlosen und zu Schadensersätzen zivilrechtlich. Aber auch, also sozusagen zweite, will nicht zu juristisch jetzt werden, Anspruchsgrundlage auch vor dem Hintergrund eines Tatbestandes, nämlich des Betrugstatbestandes, in Verbindung mit Schadensersatzansprüchen. Denn die sind auch alle im strafrechtlichen Sinne der Sponsor, der Förderer, der Zuwendende auch Opfer eines Betrugstatbestandes, weil sie ein Vermögen hergegeben haben, dem Gesponserten oder dem Club, im Vertrauen darauf, dass die Regeln eingehalten werden, also auch das Dopingverbot eingehalten wird. Das ist erstmal zu konstatieren. Und umso verwunderlicher ist es eigentlich, wenn ich nochmal kurz den Bogen zurück zum Anti-Doping-Gesetz wieder spannen darf, wo der Begründung zu dem Gesetz, auch zur Notwendigkeit, ein solches Gesetz noch zu erlassen, darauf hingewiesen wurde, dass also das Instrumentarium, was das Strafgesetz uns jetzt bietet, auch mit Blick auf Vermögensschäden eigentlich nicht vorhanden ist. Das wundert auch viele, dass also auf strafprozessualer Seite der Betrugstatbestand in der Tat in ganz wenigen Ausnahmefällen überhaupt nur angewandt wird. Soweit muss man schon die Frage stellen, ob da die Intention des Gesetzgebers die richtige war. Aber es war so, und es wird auch mit dem neuen Antidopinggesetz letztendlich keine andere Ausgangslage sein, dass ich als Geschädigter, Sponsor, Veranstalter oder sonstiger Förderer auch die öffentliche Hand bei dopenden Sportlern geschädigt bin und auch regressieren kann. Ob ich dann am Ende das realisieren kann, ist natürlich eine andere Sache.
gibt es ja auch die Verbandsstrafen. Da würde ich gerne nochmal Herrn Wolzifer fragen, wie verhält sich jetzt die staatliche Strafe zu der Verbandsstrafe? Es ist ja auch eine neue Regelung der WADA in Kraft getreten, das ist die World Anti-Doping Organisation, und da sind jetzt sogar 4 Jahre vorgesehen für einen Dopingverstoß. Wie würden Sie sagen, verhält sich das jetzt mit der staatlichen Strafe? Ist eine solche Bestrafung überhaupt neben der staatlichen Strafe noch denkbar? Oder haben wir hier eine Doppelbestrafung? Und sind 4 Jahre überhaupt zulässig in Deutschland? Ich erinnere an das Krabbe-Urteil, wo ja das Oberlandesgericht München gesagt hat, 2 Jahre ist das Maximum, was im Hinblick auf das Berufsverbot überhaupt zulässig ist. Ja, also zunächst fangen wir mit der Fortentwicklung des Welt-Anti-Doping-Codes, also das Regelwerk, was sich der Sport selbst setzt, um quasi darauf zu reagieren. Das ist wesentlich schneller. Jedes Jahr zum Beispiel ergibt sich eine Änderung der sogenannten Verbotsliste, also der Liste, die Substanzen und Methoden regelt, die verboten sind. Also das wird jährlich überarbeitet, man sieht dort in diesem weltweiten Regelwerk, das ist im Fluss, genauso das Regelwerk selbst. Und ich sagte es ja eben schon, dass auch das aus der Intention der sauberen Sportler herauskommt, möglichst harte Strafen festzulegen. Daraus kam dann auch die Intention, 4 Jahre festzulegen. Man muss dazu sagen, aus dem Verständnis unserer Rechtsdogmatik haben wir Deutschland auch in diesem Regelungsgebungsprozess immer wieder angemahnt, ob das denn verhältnismäßig ist mit den entsprechenden Rechtsprozessen. Denn das ist schon zu konstatieren, dass 4 Jahre bei einem Berufssportler im Spitzenbereich schon ein sehr, sehr einschneidendes Urteil sein kann. Deswegen haben wir dieses Regelwerk in Deutschland auch entsprechend interpretiert und umgesetzt, dass wir sagen, natürlich kann bei systematischem Doping, wenn es so nachgewiesen wird, klassisches systematisches Doping, also ich bringe den Fall Armstrong, ein Armstrong in Deutschland würde diese 4 Jahre bekommen. Ich glaube, zu prognostizieren, dass das gegebenenfalls auch vor einem staatlichen Gericht halten. Also da schon eine hohe kriminelle Energie sehen, die dann entsprechend auch mit einem verhältnismäßigen Maß bestraft wird. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, es muss auch nach wie vor möglich sein, abgestuft zu sanktionieren, bei fahrlässigen oder vielleicht auch sogar mit versehentlichen Dopingmaßnahmen oder Aufnahmen von Dopingsubstanzen. Wie gesagt, aufgrund des Strict Liability Prinzips ist man relativ zügig dann auch in der Anklageposition als Athlet, und da muss es unseres Erachtens dann auch möglich sein, auf der Rechtsfolgenseite, also auf der Strafzumessungsebene, dann auch zu sagen, ich kann dann variieren, bis hin vielleicht auch nur zu einer Verwarnung oder auch einer nur kurzen Sperre. Und ich glaube, das Ganze verhält sich auch dann, wie es der Staatsminister eingangs sagte, auch mit dem Staatsrecht. Wir haben die Erkenntnis, dass wir hier in einem abgeschlossenen Bereich, nämlich dem Sportrecht, im Disziplinarrecht sind, und im Disziplinarrecht kann ein Urteil bzw. eine Sanktionsmaßnahme ausgesprochen werden, die mit dem Strafrecht sich nicht unbedingt. Ich habe auch keine Probleme damit, das letztlich hinterher auch hinzunehmen und darzustellen, dass in einem Sanktionsverfahren, in einem sportrechtlichen, eine Sperre rauskommt und der Staatsanwalt am Ende des Tages das Verfahren einstellt, weil eine Geringfügigkeit nur festzustellen ist oder vielleicht nur eine Geldstrafe, Tat und Schuld angemessen im Strafverfahren. Ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Ich glaube auch schon, dass das der richtige Weg ist. Man muss es nur, und das ist halt so ein bisschen versäumt worden in diesem Gesetzgebungsprozess, auch vom Sport, gebe ich zu, richtig zu vermitteln, insbesondere da, wo es ankommen soll, nämlich beim Athleten. Und das ist dann unser Punkt. Ich weiß, dass das mit dem wirtschaftlichen Schaden wenig zu tun hat, aber für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Präventions- und Aufklärungsarbeit voranzubringen. Weil ich sehe das im Verlauf der Kiste noch nicht so schwarz wie Sie. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen jünger, naiver an der Sache. Aber ich glaube schon, dass wir eine Chance haben, im Nachwuchsbereich den Sportler, der noch nicht in diesen festgefahrenen Strukturen ist, aufzuklären. Ich gebe ihm recht, dass wir schauen müssen, wenn er dieses Alter erreicht hat, dass er dann nicht automatisch eingesogen wird in Strukturen, die dann dazu führen, dass er gar nicht mehr anders kann. Aber ich glaube, wir haben eine große Chance im präventiven Bereich, viele Sportlerinnen und Sportler, die erst in den Leistungsbereich kommen, die ja nicht als Leistungssportler geboren sind, stark zu machen. Das haben Sie selbst gesagt vor kurzem noch, dass man sagt, man muss einen starken Charakter haben. Und ich glaube, das ist das Ziel und das ist eine der Waffen, wenn ich diesen martialischen Begriff doch gerne in dem Zusammenhang nutze, sonst nicht, eine der Waffen, die wir haben, um tatsächlich gegen diese Struktur vorzugehen. Natürlich müssen wir stärken, müssen wir unterstützen mit Strafrecht. Ja? Da sind wir auch ganz klar, dass zum Beispiel jetzt in der Aufklärung der IAAF ganz klar mit staatlichen Maßnahmen gearbeitet werden muss. Da muss Interpol rein, da muss international zusammengearbeitet werden. Das geht nicht anders.
ganz klar. Aber ich glaube, was wir machen können, unsere Hausaufgaben, die wir in Deutschland machen können, ist Sport wieder so zu vermitteln, dass die Eltern ihre Kinder gerne zum Sport schicken. So. Und ich glaube, das sind Dinge, die dann auch dazu führen, aufzuklären und darzustellen. Und da müssen wir einfach die helfende Hand bieten. Ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz großes Potenzial, um dann wieder den Sport darzustellen, so wie wir ihn lieben. Auch den Leistungssport, nicht nur den Breitensport und den Freizeitsport, sondern auch den Leistungssport, weil das auch Teil unseres Anspruchs ist. Und dementsprechend bin ich ganz, ganz zuversichtlich, dass sowohl das eine als auch das andere gut funktionieren. Vielen Dank, Herr Wolzifer. Interpol ist gefallen, gerade die Staatsanwaltschaft. Wir haben die Staatsanwaltschaft unter uns. Jedenfalls hat mich vorher der Oberstaatsanwalt Kai Gräber begrüßt und darf ich Sie überrumpeln und Sie fragen, begrüßen Sie das neue Anti-Doping-Gesetz? Hier in München haben wir ja die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Doping. Es gibt Fälle, es gibt nicht nur einen, wie ich auch von Frau Stockinger noch weiß aus früheren Jahren. Und darf ich Sie direkt fragen, macht das Gesetz Sinn aus Sicht der Strafverfolger? Also etwas schwierig, also da politisch sich zu äußern zu diesen Thematiken. Wir sind ja nur die Rechtsanwender und schauen, was wir mit diesen Instrumentarien machen können. Ich kann eigentlich letztendlich das unterstreichen, was der Minister schon gesagt hat. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es sind halt definitiv Regelungen unterblieben, die uns das Arbeiten in dem Bereich deutlich einfacher machen. Also Grundsatzregelung wäre in meinen Augen ein Muss gewesen. Wenn man da einen wirklich ernsthaften Kampf im Spitzensport gegen das Doping aufnimmt. Hat die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping genug zu tun? Kann davon ausgehen, ja. Also jetzt schon oder erst, wenn das Gesetz in Kraft tritt? Ja, also man sagt ja immer, wir sind nicht wegen des Gesetzes so groß geworden, so erfolgreich geworden, sondern trotz des Gesetzes, trotz dem Gesetz. Wir haben über 5.000 Verfahren geführt seit 2009. Wir haben mit Stand letzte Woche 750 Verurteilungen erzielt. Für zum Teil 35 Verurteilungen, die mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung geendet haben in dem Bereich. Also ich würde schon sagen, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Wir sind in der Abteilung, wo vier Leute oder viereinhalb Leute ausschließlich Dopingstraftaten sind. Was also bundesweit einzigartig ist. Also nur durch in dem Bereich bewegen und halt dann dementsprechend sich auch die Fälle selber ziehen. Wir können Fälle aufziehen, wir können in die Breite gehen, wir haben Zeit, wir müssen es nicht gleich kaputt machen, sondern wir können uns wirklich so anschauen. Ja, vielen Dank für die Anmerkungen aus der Praxis der Strafverfolgung. Ich würde dann gerne die Diskussion öffnen, coram publico, und fragen, gibt es Fragen Ihrerseits? Bitte schön. Wenn das wirklich 50% sind von den Sportlern, dann muss man da doch versuchen, vorwärts zu kommen. Dann ist natürlich diese Grundzeugenregelung schon mal der richtige Ansatz. Und dann würde ich vielleicht auch noch diese perfekte Ermittler einsetzen, was natürlich jetzt gerade sehr ein Versuch ist in den Gesetzesvertretungen manchen Leuten. Damit man halt da wirklich mal eine Normalität reinkriegt, dass sich jeder wieder an das Gesetz hält sozusagen. Verdeckte Ermittler, Herr Gräber. Ja, also haben Sie Verständnis dafür, dass ich jetzt hier nicht alles hier ausbreiten möchte, was denkbar und was möglich ist. Das es gibt Strafprozess, alle Maßnahmen und Möglichkeiten, die getroffen werden können und deren man sich im Rahmen der Gesetze auch bedienen. Kann man vielleicht so sehen lassen. Herr Minister? Nochmal zu unterstreichen, diese Grundzeugenregelung, die war für uns schon ein ganz wesentliches Element unserer Forderungen. Warum? Weil es uns eigentlich nicht darum geht, den Athleten, der sich dopt, zu kriminalisieren, der vielleicht im Jugendbereich tätig ist, zu kriminalisieren, sondern weil es uns eigentlich darum geht, dass man den Markt, der dahinter steht, dass man den irgendwo an den Haken bekommt. Und die Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die uns Baden-Württemberg jetzt mittlerweile nachgemacht hat, und wir sind noch lange nicht so weit wie die Münchner, die haben große Erfolge. Aber korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage,
der wesentliche Bereich, in dem wir Erfolge haben, ist der Hobbybereich, und zwar vorwiegend mit Schwerpunkt im Kraftsport. Da, weil dort relativ sorglos, Anführungszeichen, umgegangen wird von den Konsumenten. Aber was wir einfach im Moment nicht wirklich kriegen, ist die Struktur, die Sie ja auch beschrieben haben, mehrfach beschrieben haben, der Hersteller, der Ärzte, die sich wirklich dann auch im Spitzenbereich offensichtlich bereichern an dem und dazu letztlich die Sportler benutzen. Also deshalb wäre das so ein Kernelement und wäre eigentlich, glaube ich, der Schlüssel auch, um in diese Strukturen reinstoßen zu können. Man muss sich doch nur mal den Fall Armstrong anschauen, mit dem Mediziner dahinter, wie schwierig das überhaupt ist, in so eine Struktur dann reinzukommen. Und da wäre die Grundzeugenregelung, das wäre wirklich etwas, was einen Ansatz bietet für die Ermittler. Ich hoffe, das stimmt aus Ihrer Sicht. Absolut. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung von Herrn Chatin. Ja, kurz auch zu der Thematik Grundzeugenregelung und tätige Reue, Minister, die Sie ja auch als kritikwürdig identifiziert haben im neuen Gesetz. Ich frage mich jetzt aus der Praxis heraus, tätige Reue, auch wie Sie das geschildert haben, wie das dann ab nächsten Jahr, praktisch auch schon heute, dann ablaufen soll und wird. Faktisch ist es so, jedenfalls wir reden über die Sportler mit Selbstdoping. Der erste, der sozusagen dran ist am Anführungszeichen Täter, ist die NADA, also eine private Organisation mit allem Respekt Hobbyermittlern. Die im Verhältnis zur Staatsanwaltschaft, das ist so, sind ja nicht die Legitimation und die Möglichkeiten, die Sie als Staatsanwaltschaft am Ende natürlich haben. Und wenn die diese Ermittlung letzten Endes dann zu einer positiven Abprobe führt, dann wird der Athlet informiert, gleichzeitig suspendiert, im Schreiben hat darüber Kenntnis, da ist was aufgefunden worden, ganz genau welche Substanz auch aufgefunden worden ist. Und wenn dann die Mühe in der Staatsanwaltschaft sozusagen, es geht ja parallel, jetzt in der Praxis ja auch schon eine Strafanzeige seit der NADA heraus, wenn dann die Mühe in der Staatsanwaltschaft starten und es dann Wochen, Monate später zu einer möglichen Hausdurchsuchung bei dem Athleten kommt, dann wird er perfekt sagen können, das ist das Schreiben von der NADA, die Substanzen wurden detektiert und die habe ich dir die Bereue sofort natürlich fallen lassen und kann nicht bestraft werden. Also das Dilemma sehe ich, anders als bei der Grundsäulenregelung. Das war ein großer Fehler, das nicht mehr aufzunehmen. Also ich würde ergänzen, das ist ein entscheidender Fehler, weil da geht es überhaupt erst los. Also wir reden hier über ein kleines, vernetztes Milieu. Das ist ja eben nicht die Gesellschaft schlechthin, wo keiner keinen kennt und jeder macht irgendwas. Die Zeiten sind längst vorbei, wo ein Spitzenathlet einfach mal sagt, was kann ich da machen, Alkoholiker irgendwie, ich gehe mal in die Apotheke und schau mal, was es so gibt. Also das ist ja alles Blödsinn. Das sind perfekt operierende Systeme. Wir haben Ärzte, die haben Namen, Ferrari, Fuentes, andere Leute, die haben Millionen verdient, haben diverse Prozesse auch schon durchlaufen, in der Regel muss auch in einer Mangelung von entsprechenden Gesetzen in den jeweiligen Ländern aus wie Sonnenberger schießen. Ferrari ist jetzt gerade wieder kurz vor Cali in Italien. Natürlich geht da die sinnvolle Dopingbekämpfung überhaupt erst los, wo ich mir die Leute ranziehe und unterstreiche auch das. Es geht eben nicht um die Kriminalisierung des einzelnen Sünders, sondern was er machen muss, und frühestens da kann man auch von einer tätigen Reue sprechen, ist sein Umfeld offenlegen. Sagen, mit wo er die Sachen nähert, mit wem er kooperiert, wer ihn da rangeführt hat, all diese Dinge. Das sind die ganz entscheidenden Hinweise, da geht es erst los. Und wir haben im Sport das Gegenteil zu besichtigen. Es gibt noch Grundsatzregelungen im Sport. Wir hatten das gerade im Zuge der großen Telekom-Radsportskandale in den Nullerjahren dann zu besichtigen, wie das funktioniert. Das hat folgendermaßen funktioniert, dass die Radfahrer aus dem Team Telekom, Aldag und Zabel, die dann nach Vorliegen ihrer Befunde, als es nicht mehr zu verhindern war, jetzt zu bekennen, dass auch sie gedopt haben,
Wahnsinnsfernsehauftritte hatte, da wurde geheult, da wurde beim Augenlicht der Kinder geschworen, im Übrigen in einer anderen Märchenaffäre zur Zeit auch wieder. Es wurde genau das bekannt gegeben, dass man hat genau da, wo die Vorwürfe nun beginnen, zufällig angefangen zu dopen, hat es mal probiert, das war vor allem der Vortrag von Zabel, und hat es dann gleich wieder bleiben lassen. In seinem Fall war es sogar so, dass er gemerkt hat, dass es bei ihm nichts bringt. Das ist dann doch auch ein körperliches Phänomen, wenn Epo nichts bringt. Und danach hat er sie wieder abgesetzt. Also genau in diese kurze Zeit hinein hat er selber mal probiert und das wurde mal abgenommen. Dann kam Bach, der heutige IOC-Präsident, langjährige DSB-Präsident, und Michael Vesper, der Generaldirektor, haben diese beiden aufs Schild gehoben und die wurden dann zu irgendwelchen, ich weiß nicht mehr genau, Botschaftern ernannt. Die mussten dann durch Sportgymnasien, das weiß ich wohin, um die Jugend ein bisschen aufzuklären und vor dem Dopinggebrauch zu warnen und also da auch so eine Art tätige Reue zu praktizieren. Wohingegen zwei andere, die ganz essentiell, ganz massiv im Sinne der ermittelnden Behörden auch die Kronzeugenrolle ausgeübt haben, nämlich Patrick Sinkewitz damals und vor allem auch Jörg Jaksche, weitestreichende Aussagen gemacht haben, Ross und Reiter genannt haben, wie es so schön heißt, geächtet wurden. Die kam nicht mal in den Genuss eines Gesprächs mit der DOSB-Spitze und die haben auch aufs Bitterste erlebt, was einem Kronzeugen widerfährt, der dann zwar in den Genuss der halbierten Sperre kommt und nach einem Jahr, glaube ich, war das da, von zwei auf ein Jahr, als Kronzeuge dann mit weitreichenden Aussagen durften die also wieder zurück in den Betrieb. Ja, das nutzt einem aber nichts, wenn der Betrieb dicht macht und der sagt, passt mal auf, ihr zwei, ihr kommt hier nicht mehr rein. Die haben keinen Rennstall mehr gefunden, denn die Omerta straft dann eben so um ihre Nestbeschmutzer. Und bei Jaksche hat es dann nach kurzem Versuch noch irgendwo im dritten Glied dazu geführt, dass er die Profession aufgegeben hat. Bei Sinkewitz hat es dazu geführt, dass er für irgendein zweitklassiges Team radelnd plötzlich den sensationellen ersten HGH-Befund der Sportgeschichte, jedenfalls außerhalb vom Rugby-Betrieb, hatte, weil er sich bei einem Rennen, bei dem es eigentlich wenig Sinn macht, zumindest für einen wirklich nachweislichen Fachdoper wie ihn, der sich über viele Jahre, hat er sich auch dazu bekannt, wirklich auskennt mit den Stöffchen und wann man was nimmt und so weiter. Er hat dann plötzlich also diesen spektakulären HGH-Befund gehabt. So sieht es in der Praxis aus und wenn wir also schon an der Kronzeugenregelung scheitern, kann man es fast schon bleiben lassen. Ja, darf ich noch das Publikum bitten um Fragen? Ja, jetzt wird ja die Kronzeugenregelung erstmal nicht kommen, so bedauerlich es ist. Gibt es denn Überlegungen stattdessen oder vielleicht als milderes Mittel Hinweisgebersysteme in dem Bereich aufzubauen? Vielleicht sogar mit der Möglichkeit anonym zu melden und auf die Weise zumindest an Zeugen heranzukommen und weitere Hinweise zu geben. Herr Monsiefer? Ja, zumindest für den sportrechtlichen Bereich darstellen. Wir haben vor zweieinhalb Jahren ein Ombudsmann-System eingeführt mit einem ehemaligen Sportler aus dem Rudeln, Professor Bahr, der als Ansprechperson für sogenannte Whistleblower Verfügung steht. Und wir haben jetzt gerade in diesem Jahr mit Hilfe vom Landeskriminalamt Niedersachsen und Baden-Württemberg ein System etabliert, was dort auch in der Kriminaltechnik eingesetzt wird, das sogenannte BKMS-System der Business Keeper AG in Berlin, die also wirklich einen Bereich sicherstellen, in dem man zwar online basiert, aber nicht im E-Mail-Verkehr, anonymisiert Informationen an die zuständige Stelle, sprich die NADA, übermitteln kann. Die kann dann auch nur unter gewissen Restriktionen in bestimmten Kreisen, auch nur mit Juristen auf diesen Sachverhalt zugehen und entsprechende Maßnahmen dann weiterleiten, auch mit den staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Seit Juni 2015 haben wir dieses System. Bislang haben wir rund ein Dutzend Fälle. Und ich muss sagen, in allen dieser Fälle haben uns diese Hinweise deutlich weitergebracht. Entweder sind es Zielkontrollen gewesen oder weitere Gespräche und haben dann auch mit den Staatsanwaltschaften. Also das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, deswegen sagte ich das auch eingangs, das muss ganz klar Teil der Bestrebungen sein, nicht nur strafrechtlich,
sportrechtlich oder präventiv zu agieren, sondern gerade diesen Whistleblowern, wir haben es ja auch gerade in Russland gesehen. Ja? Da ist ja der große Fehler, der war da gemacht worden, dass man diesen Whistleblowern manchmal vielleicht keinen Glauben geschenkt hat oder sie nicht entsprechend schützen konnte, sodass sie sich hinterher dann den Journalisten anvertraut haben, die dann das Ganze ins Rollen gebracht haben, und das haben wir dann und jetzt insbesondere auch die ARD. Und ich glaube, das Feld dürfen wir oder müssen wir bestellen, wenn wir glaubwürdig Anti-Doping-Arbeit betreiben wollen. Es ist halt die Frage, ob die NADA ist da jetzt Vorreiter, aber wir würden uns da auch gerne Unterstützer wünschen, insbesondere dann auch diejenigen, die dann helfen, den Schutz sicherzustellen. Weil muss man auch sagen, wir können ja keine Zeugenschutzmaßnahmen sicherstellen, wie das gegebenenfalls eine Staatsanwaltschaft oder eine Polizeidienststelle kann. Ich glaube, das muss auch Hand in Hand greifen und ich glaube, wenn wir das hinkriegen nächstes Jahr, haben wir trotz fehlender Kronzeugenregelungen schon mal wieder einen Schub nach vorne. Vielen Dank. Herr Kollege? Ja, mein Name ist Koppel. Ich bin auch Anwalt. Ich würde ja vorhin einiges gesagt haben, schwierig. Hat man denn mal überlegt, ob man etwa analog zu den neuen Regelungen im Kartellrecht, wo man also es jetzt den Geschädigten überlässt, zum Teil Schadenersatzansprüche geltend zu machen gegen den Schädiger, das ist ja in den USA an sich generell Praxis, dass man nicht so sehr die staatliche Aufsicht, sondern darauf vertraut, dass eben die einzelnen Bürger sich wehren, mit dem besonders zivilrecht. Sicher gibt es da ein Problem, ich meine, das Gesetz wäre ja nun sicher auch ein Schutzgesetz nach 23 O, dass man grundsätzlich Anspruchsgrundlage hat, aber natürlich gibt es das Problem, Schadensnachweis, Kausalität, welcher Schaden ist durch welchen Dopingmaßnahmen wem entstanden. Aber da könnte man ja vielleicht so weiterkommen. Also hat man in dieser Richtung Überlegungen angestellt, dass man dem Zivilrecht auch hier etwas mehr Raum lässt. Gerade die Kollegen, die erst hier tätigen, können ja dazu vielleicht so eine Erfahrung beitragen. Ein Wort. Ja, also präventiv sozusagen, wenn ich den Schaden kommen sehe, wie will ich ihn beziffern, jetzt aus Sponsorensicht beispielsweise, dann treffe ich meine Regelung möglicherweise mit einer Vertragsstrafe, die ich vereinbare im Sponsoringvertrag, wo dann eben, weil die Schadensberechnung sehr, sehr schwierig ist, fix gezogen ist. Muss natürlich so eine Grenze der Wirksamkeit irgendwo sein, wobei bei solchen Themen natürlich die spannende Frage ist, wann verwirkt diese Vertragsstrafe, wann wird die fällig? Ist dann schon der Fall, wenn eine positive A-Probe da ist, positive B, erste Instanz bis, zweite Instanz das, ja, wann ist jemand gedopt im Sinne einer solchen sponsorigen Vertragsstrafenvereinbarung? Da muss man halt in der Praxis unheimlich darauf achten, dass man das sauber definiert und auch was die Kündigungsmöglichkeit angeht, rechtzeitig dann rauskommt. Ansonsten, was das Thema der Schadensberechnung angeht, für entgangene Einnahmen beispielsweise aus Sicht der Sponsoren, Entschuldigung, aus Sicht der Sportler, das meinen Sie möglicherweise auch, die vielleicht zu Unrecht gesperrt worden sind, hat der Kollege Summerer sozusagen die Kladde und den Präzedenzfall mit dem Fall Katrin Krabbe letzten Endes geliefert und auch durchgepaukt, wo im Grunde genommen klar dann war, das wäre die Einnahme gewesen, die die Athletin gehabt hätte während der rechtswidrigen Dauer, während der Dauer der rechtswidrigen Sperre, weil das sozusagen ihre Einnahme gewesen wäre für den Fall, dass sie sozusagen am normalen Leistungssportbetrieb weiter teilgenommen hätte. Da vergleicht man einfach die Vorher-Nachher-Situation, was für Verträge wurden gekündigt und welche Erfolge hätte sie, die war sehr erfolgreich, über 100 bis 200 Meter noch eingefahren, wenn sie gelaufen wäre. Da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Was ich meine, ist der Geschädigte. Die Geschädigten sind ja die Wettbewerber und natürlich auch die Sponsoringfirmen und andere. Das ist ja im Kartellrecht ja heute üblich, dass die Geschädigten zu nehmen, die unter einer Wettbewerbspreisabsprache leiden, dass diese Unternehmen können klagen auf Schadenersatz. Und das sind wahrscheinlich höhere Beträge als das, was von der EU-Kommission als Buße festgelegt wird. Und so wäre eigentlich der Gedanke vielleicht, dass die Sanktion nicht vom Staat unbedingt kommt, sondern die Sanktion kommt über den Schadenersatzanspruch des Geschädigten mit. Sportler schuldet sicherlich Schadensersatz aus unlauterem Wettbewerb gegenüber dem sauberen Sportler. Da müsste das unlauter Behandlung mit dem Gesetz. Aber auch schon direkt aus dem Gut, nimmt ja keiner am Wirtschaftsverkehr, das ist jetzt
Ist jedenfalls bei den Profisportlern schon der Fall. Ja, da ist es so. Ja. Profisportler. Die sind gelehrt, Herr Dr. Kimblutner. Ich habe eine Frage an Herrn Nordziefer. Also wenn es so ist, wie wir jetzt gehört haben, also bislang sehr vielleicht überspitzt dargestellt, sehr dramatisch dargestellt, dieser Sucht, ja. Die Kritik kam ja auch von Herrn Czerke, Stichwort Linefahnder und Hobbyfahnder, wenn es das Gleiche ist. Wäre eine Lösung vielleicht, dass der Sport über, sage ich mal, diese großen Einnahmen, die generiert werden, diese riesen Budgets, die da sind im Bereich der organisierten Sportarten, dass da mehr Mittel in diese Selbstverpflichtung fällt, Stichwort auch Trainingskontrollen, vielleicht können Sie da auch nochmal ein paar Zahlen nennen, wie viel da kontrolliert wird. Man hört ja, dass in anderen Ländern, Stichwort Kenia, die Läufer nicht nur schnell laufen, sondern auch schnell weglaufen von Dopingkontrollen. Ob da nicht ein Ansatz drin läge, dass man diese großen Summen, die da im Spiel sind, nicht auch ein Stück weit einsetzt, um im Sinne einer ethischen Selbstreinigung auf sich selbst anzuwenden und zu sagen, da verpflichten wir uns und nehmen dieses Geld in die Hand und stärken diejenigen, die das kontrollieren sollen. Absolut. Wenn man das vergleicht, die Zahlen kann ich ja darstellen. Ich glaube, wir haben es jetzt im Jahr 2015 zum ersten Mal geschafft, ein Etat seit unserer Gründung im Jahr 2002 hinzugekommen von 10 Millionen Euro. Vorher waren wir so bei 4 bis 5, 6 Millionen. Wenn man dann guckt, hier namhafter Verein in der Stadt, wenn man sich die Gehaltsliste der Spieler anguckt, das verdient vielleicht im halben Jahr einer. Natürlich ist der Fußball hat eine Sonderrolle, aber ich glaube, auch in anderen Sportarten, gerade im olympischen Bereich, ist da sehr, sehr viel Geld. Und im Verhältnis dazu ist das, was der Sport auch an diesem Kontrollsystem oder an der Aufklärung dazu beiträgt, recht gering. Und wir reden da von ungefähr 1 bis 1,5 Millionen der Euro, die die Verbände in das Dopingkontrollsystem pro Jahr geben, und das sind dann 65 im DOSB, im Deutschen Olympischen Sport organisierte Verbände. Und da sind dann auch Potente und weniger Potente dabei, was die Finanzmittel geht. Aber das muss in der Tat der Weg sein, dass man, wenn man diese Selbstreinigungskräfte, auch das ist ein viel besprochenes Wort, aber wenn man die bemüht, muss man sie auch entsprechend dann nachhaltig finanzieren. Wir haben dafür lange Jahre geworben, sind jetzt auf einem Niveau, wo wir insgesamt 14.000 Proben pro Jahr durchführen können. Damit stehen wir im nächsten Jahr an der Spitze aller Länder. Muss man auch so sehen. Da sind wir noch vor Ländern wie China, Kanada, USA. Russland nehme ich da jetzt mal aus. Die sind auf einem anderen Platz sowieso jetzt im Moment. Aber das kann ja nur der erste Schritt sein. Ich gebe da auch den Mitgliedsgruppen durchaus recht, dass wir über die Quantität natürlich auch zu einer Qualität kommen müssen. Ganz klar. Aber ich denke, wenn wir an dieser Spitze stehen, müssen wir das auch ganz klar einfordern von anderen Ländern. Ja, und dann müssen wir das nicht nur fordern von Ländern, die uns also auf Augenhöhe sind, wie Frankreich, Großbritannien, Australien und so, sondern insbesondere in Ländern wie Kenia, Russland und Jamaika. Da müssen wir dort reingehen und Chancengleichheit dahingehend sicherstellen, indem dort ordnungsgemäß kontrolliert wird. Und da müssen wir Know-how anbieten und dann entsprechend auf das gleiche Niveau kommen. Weil sonst ist es so, dass unsere internationalen Athleten in der Leichtathletik und anderen Sportarten uns dann auch nur achselzuckend angucken und sagen, Moment, ich muss hier morgens um 6 zur Kontrolle antreten und das fast jeden Tag. Und international lachen mich meine Mitbewerber aus. Ja, die kennen sowas noch gar nicht. Da ist es noch viel leichter, dann unter dem Radar zu bleiben. Ich glaube schon, dass es in Deutschland, wenn man denn gezielt dopen will, schon schwieriger ist als noch vor 5, vor 10 oder vor 15 Jahren. Einwerfen einer Pille und dann darauf zu hoffen, dass man nicht entdeckt wird, ist, glaube ich, bei allem, was wir gerade gehört haben, trotzdem in Deutschland noch sehr, sehr riskant mittlerweile bei den Dopingkontrollsystemen. Im Gegensatz zu anderen Ländern. Da ist es ganz klar im Sport, im nationalen und internationalen Sport, die Institutionen wie die nationalen Dopingorganisationen, wie die Fahnder entsprechend mit Mitteln auszustatten, um da auch adäquat gegen vorzugehen, damit wir dieses Gap mal schließen. Ja, würde noch ein oder zwei Fragen zulassen, dann würde ich meinen, dass wir die Diskussionsteilnehmer auch nicht überstrapazieren sollten an einem ganz normalen Arbeitstag, der ja auch morgen wieder bevorsteht, weil wir so gegen 21 Uhr nicht schließen wollten. Und da Fragen, gibt es noch dringende Fragen? Mein Name ist Papst, ehemaliger Dopingkontrolleur. Ich will also diesen Begriff Hobby-Kontrolleur bei nicht einmal verdammen, sie haben in bestimmten Bereichen recht,
Aber ich habe so den Eindruck, Sie alle wissen nicht, was draußen passiert. Alle, die ja da vorne sitzen. Ein Dopingkontrolleur ist darauf angewiesen, dass er Informationen kriegt, wo der Athlet ist. Und wir kriegen von Zerlegen, obwohl Finaler sich da sicherlich bemüht, keine Dramentrainingspläne oder nicht von denen, die wir gerne hätten. Dann müssten wir nämlich nachschauen, jetzt macht er Krafttraining, jetzt trainiert es. Das ist der eine Punkt. Also wir müssen wirklich zum richtigen Zeitpunkt kommen, aber es geht nur mit der Information der Trainingspläne. Und die werden von den Trainern gehütet. Da sagt keiner was. So, der zweite Punkt ist diese verdammte Slot-Hour. Also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, jeder Athlet in den RTPs, nennt sich das, also in dem Registerpool, darf eine Stunde am Tag angeben, wo er erreichbar sein muss. Und da gewöhnen sich die dran. Die sind dann tagsüber, kriegen wir die nicht. Also kommen doch die meisten unserer Kontrolleure in der Früh um 6. Also wenn es bei Ihnen klingelt, in der Früh um 6, dann weiß der Dopingkontrolle. So, und jetzt hat er 24 Stunden Zeit. Wenn er geschickt ist und die Stunde von 6 bis 7 Uhr am Morgen am nächsten Tag von 22 bis 23 Uhr legt, dann hat er 36 Stunden Zeit. Da bauen Sie, Herr Christian, geben Sie mir recht, jedes Doping wieder auf. Wir haben doch heute Techniken da drinnen in dem Bereich, die bauen einmal 4 Wochen auf irgendeiner Insel auf und gehen dann nach Hause und machen Mikrodosierungen. Da tut sich das Labor schwer, wir finden die nicht. Es sei denn, wir kommen in den Zeitpunkt 4 Stunden. Und ich kann nur eines sagen, ohne jetzt da, ich kontrolliere nicht nur oder habe nicht nur in Deutschland kontrolliert, mir ist das in Schweine passiert, dass ich 10 Minuten nach der Slot geklingelt habe, dann hat er zu mir gesagt, nicht mehr, auf Wiedersehen, vor die Tür zu machen. Ende. Das geht nicht. Ja, obwohl das wahlkonform ist, da gibt es ja Standards für Tests, muss ich sagen. Und deswegen gebe ich Ihnen recht, Herr Matifer. Wir sind in manchen Dingen in Deutschland gar nicht so schlecht, wenn ich so im Ausland schaue, was da kontrolliert wird, also bei Oscar, drei gar nicht drüber diskutieren. Und deswegen, wie gesagt, ich hätte gerne eine Truppe, die wirklich gut informiert ist, und dann glaube ich auch, dass wir mehr Erfolg hätten, als wenn wir 22 Sportler haben. Ja, vielen Dank für den Hinweis aus der tagtäglichen Praxis. Vielleicht noch ganz kurz dazu, das Problem sind natürlich nicht im Kern die Anti-Doping-Behörden, Agenturen oder auch die Labore, wo gut mit Anstrichen, da gibt es natürlich auch welche, die auf beiden Schultern tragen. Aber das Problem ist der Sport. Und solange der Sport hier bestimmt, wird sich nichts ändern. Deswegen hatte ich auch versucht, mal dieses Strukturproblem darzustellen. Das kann sich nicht ändern. Die haben sich doch nicht der einzige Standbein. Der Kissner, was Sie vorher den Herrn Bach erwähnt hat, der Herr Hörmann ist auch nicht besser. Der entschuldigt sich bei der Frau Petstein, weil es in München den Prozess vorhin hat. Liest der keine Zeitung oder hat der das Urteil nicht möglich? Entschuldigung. Also von den einzelnen Auswüchsen weg, aber es ist dieses Strukturproblem, das gilt es abzusichern. Und das ist sehr gut erkennbar, das wird abgesichert. Und deswegen, wir scheitern schon an der Harmonisierung international. Wie soll das gehen? Das ist in der Tat so. Da gibt es teilweise nicht mal einen Radar. Ich weiß nicht, wann USA in Bolt anfangen musste, unter irgendeinem Radar durchzusegeln, wenn er denn auf Segeltörn ist. Ja. Da gab es viele Jahre lang gar keine Anti-Doping-Agenturen in Jamaika. Und da, wo sich sonst aufgehalten hat zum Training, oftmals auch nicht im Übrigen. Oftmals auch umringt von Leuten, die dann ins Doping kommen. Also der Sport ist das Problem. Und das kann man natürlich zumindest nicht im Bereich der Doping-Juristerei lösen. Ich glaube, da brauchen wir ganz andere Ansätze. Zur Ehrenrettung von Herrn Röhrmann darf ich schon die Anmerkung mit erlauben, als Prozessbevollmächtigter von Claudia Pechstein, dass ich es sehr honorig finde von Herrn Röhrmann. Es hat noch nie ein Funktionär in Deutschland sich dazu herabgelassen, Unrecht anzuerkennen und sich öffentlich zu entschuldigen und eine Sportlerin zu rehabilitieren, nachdem 5 medizinische Sachverständige festgestellt haben, dass es hier eine genetische Ursache gibt und keine Blutmanipulation. Haben Sie nachher 10 Minuten, dann können wir darüber reden. Ich will das jetzt gar nicht öffentlich mit Ihnen diskutieren. Das nur zur Ehrenrettung von, ja.
vom USB-Präsident. Also da war ich schon sehr demonstriert. Kann man auch ganz anders sehen. Eine Frage habe ich noch an den Herrn Kistner. Das deutsche Fernsehen hat sich ja zeitweilig aus der Tour de France Berichterstattung zurückgezogen und im Hinweis, da wurde so furchtbar gelobt und das würde man ja mitmachen. Mittlerweile wird wieder berichtet, heißt das, die Tour de France ist weitgehend dopingfrei. Wenn sie einbauen, ist das Fernsehen plötzlich wieder drin. Das ist ja auch ein ziemlich starkes Mittel zu sagen, wir berichten nicht mehr, dann bricht auch die ganze wirtschaftliche Basis solche Veranstaltungen weg. Was ist los mit dem? Also ich kann zwar nur spekulieren, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie die Öffentlichkeit erholte von diesen Schlägen in den Nullerjahren und vom Sturz der großen Helden, die es da gegeben hat. Man hat sich erholt, man glaubt, dass es diesen Neubeginn gibt, der ja da überall proklamiert worden ist. Man hat nicht genau drauf geschaut, was bei dieser Grundsäuberung, die da vom Weltverband UCI angestellt worden ist, wirklich passiert ist. Da ist eigentlich gar nichts passiert, vor allem, weil es eigentlich nur im sportlichen Bereich ist, was geschehen. Und man hat jetzt Leute wieder vorne, die Tour fahren, über die es teilweise Wissen gibt, dass man, genauso wie es bei Armstrong war, ich bin 2005 mit einem Anwalt von dieser Versicherungsagentur, die jetzt die großen Summen von Armstrong endlich einklagen kann, hier in München gesessen, der hat sich damals schon informiert, die sind damals schon ausgeschwärmt, weil sie diese Prämie nicht zahlen wollten, die Armstrong zustanden für seine Toursiege. War im Übrigen auch ein Schiedsverfahren, das da lief zwischen Versicherung und Armstrong-Seite. Und haben überall in der Welt bei Leuten, unter anderem wie mir, Informationen eingeholt, um den Dopingvorwurf zu stützen. Also die waren darauf aus zu sagen, schaut her, der ist unsauber gefahren, ist ein Doper. Und deswegen steht ihm diese Prämie nicht zu. Das Schiedsgericht hat dann am Ende so entschieden, also vor kurzem haben wir gesagt, okay, ihr habt eigentlich überzeugend dargelegt, dass es ein Doper ist, damals schon. Aber da steht hier nicht zur Debatte. Im Vertrag steht, wenn er die Tour gewinnt und solange er Toursieger ist, sprich, solange der Sport ihn als Sieger führt, solange steht ihm auch das Geld zu. Also so läuft das immer wieder. Wir haben jetzt auch wieder Leute vorne, die von der Logik des Sports, von der Logik der Leistungsphysiologie her, das machen, was Kollegen früher auch gemacht haben. Aber wir werden jetzt wieder ein paar Jährchen warten müssen, bis die nächste Welle kommt. Die wird kommen, so viel kann ich versprechen, aber die wird noch eine Welle dauern. Und solange haben wir die Tour wieder am Fernsehen. Bitte schön. Danke sehr. Wenn ich jetzt hier hört, wie schwierig es ist, Dopingmüll zu entladen und dass die fast 50% der Sportler dort, ob es dann nicht günstiger wäre, ein Präparat zu finden, das keine körperlichen Spätfolgen hat und es freizugeben für alle. Das wäre doch fairer. Soll ich da Wettbewerbsgleichheit? Ja, ist die Frage verstanden worden von allen? Ja. Dann ist das natürlich vielleicht eine Kapitulation vor dem Doping. Dem kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen, aber ich gebe die Frage gerne an den Minister weiter. Also ich glaube nicht, dass Sie erwarten, dass ich Ihnen jetzt recht gebe oder dass ich das als Alternative sehe. Weil an dem Sport hängt, glaube ich, viel zu viel gesellschaftlicher Wert auch dran. Und selbst wenn man kapitulieren würde gedanklich im Spitzensport und sagen würde, das bringt eh alles nichts, wovon ich nicht überzeugt bin, sondern ich meine, wir sollen es probieren, weil es einfach wichtig ist. Weil für unsere Jugend sind Sportler immer noch ein Vorbild. Wenn ich mir meine Jungs anschaue, für die zählt der Neuer im Tor was oder bei denen war einer der Leichtathletikern, berühmten Leichtathleten in der Schule mal, die waren hellauf begeistert, das sind Vorbilder auch für Kinder und die Systeme, die greifen ja dann auch in den Jugendbereich rein. Deshalb, selbst wenn man das aufgeben wollte im Spitzensport, wovon ich nicht überzeugt bin, weil damit machen wir unser
unser Wertesystem, das der Sport hier auch verkörpert, kaputt. Selbst dann lohnt es sich dagegen zu kämpfen, weil jedenfalls die Jugendlichen und Kinder, die müssen wir schützen. Und dass es Mittel gibt, die keine körperlichen Spätfolgen haben, weiß nicht, ob man das so sicher weiß. Man weiß ja auch bei Medikamenten heute nicht, wie man in 5 oder 10 Jahren dann ein Medikament einschätzt. Also ich glaube, es ist keine Alternative, sondern ich glaube, wir sollten versuchen, konsequent ein System zu schaffen, wo sich der Sport und die nationale Strafverfolgung ergänzen und wechselseitig unterstützen, jeder in seinen Möglichkeiten Bereich. Und dann haben wir eine Chance, nach und nach in dieses Geflecht reinzukommen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg, aber das ist eine ähnliche Debatte vielleicht, die man im Moment in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich von Cannabis führt. Gibt es auch Leute, die sagen, lasst das doch alles mal mit dem Strafen, dann werden wir alle zufriedener sein. Ich bin da nicht überzeugt und ich bin auch ganz okay. Ich würde nur noch 2 ganz kurze Fragen zulassen. Ja, und bitte sich kurz zu fassen. Erstmal ganz kurz, Klaus Heinrich von der Golf.de. Ich habe eine Frage, wir reden immer viel von Strafe, das ist Juristen zusammensetzt auch naheliegend hier und da mal. Was gibt es eigentlich auch Belohnungsverfahren für Verbände oder Sportler, die sich zum Beispiel an die Kontrollen halten, die freiwillig an Systemen teilnehmen? Gibt es, früher war es so, Sportförderung nach Medaillen und Gewinnen, was verlockt ja nun gerade dazu eher, mal ein Mittelchen einzuwerfen. Gibt es vielleicht auch Verbände, die eben belohnt werden, die Sportförderung etwas höher kriegen, weil sie sich an die Systeme halten, weil sie alles offenlegen, weil sie ein durchgängiges Verfahren haben. Also eher im positiven Sinne. An wen richten Sie Ihre Frage? Ja, das ist eine ganz klar. Ich möchte jetzt nicht schon wieder den Minister bemühen, aber vielleicht den Journalisten. Ist Ihnen da was bekannt? Also ich wüsste jetzt nicht, warum man für korrektes Verhalten eine Medaille umgehängt bekommen sollte. Das passiert uns allen ja auch nicht, wenn wir uns dann tagtäglich versuchen, an die Gesetze zu halten, wenn es nur um Straßenverkehrsordnung ist. Also ich glaube, der Sport hat sich hier Verpflichtungen gegeben und man sollte ja davon ausgehen, wenigstens das, dass die Versuche unternommen werden, das so einzuhalten. Und das ist dann eigentlich das Selbstverständliche. Und ich glaube, da kommt dann eine bizarre Unwucht rein, wenn wir, abgesehen davon, wie will ich das überprüfen? Das ist ja ein großes Problem bei der ganzen Geschichte. Dann nehme ich beispielsweise den Fußball. Dann müsste ich den Fußball also dermaßen hoch dekorieren. Und mit dem Fußball haben wir sicherlich eine dopingintensive Sportart. Das ist gar keine Frage, die sich völlig absichert und auch finanziell stark genug ist, um niemanden da reinschauen zu lassen, nicht mal innerhalb des Sports. Ich würde ergänzen, natürlich, ich stimme dem absolut zu, also die Selbstverständlichkeit kann man jetzt nicht noch trainieren, aber man kann dem ein Gesicht geben. Und man kann einem sauberen Sportler versuchen, ein Gesicht zu geben und nicht nur immer demjenigen, der gedopt hat. Weil das ist ja das, was in der Berichterstattung dann immer wieder gesagt wird, der ist der verlorene Sohn oder der gefallene Sohn. Deine Tochter, wir wollen es andersrum drehen. Wir haben jetzt eine Kampagne ins Leben gerufen für den sauberen Sport, alles geben, nichts nehmen, wo wir eigentlich wirklich auch Gesichter zeigen, wie Jonas Rickermann, Tobi Angerer, verschiedenste Leute, die dann letztlich dafür werben können, dass sie einstehen für eine saubere Leistung. Ja, dass sie sagen, also wir stehen dazu, das Gesicht zu zeigen und auch mit den Konsequenzen zu leben, wenn das Ganze mal irgendwann ins Gegenteil verkehrt wird. Also wenn da einer sein Gesicht zeigt bei uns in den Kampagnen und der irgendwann das Doping überführt wird, der wäre ja doppelt. Also von daher auf der anderen Seite haben wir den Leuten ja wirklich auch einen Kanal geboten und die Leute und die Athleten wollen das. Ja, die wollen sagen, ich stehe gerne morgens um 6 auf, wenn es dann notwendiges Übel ist, damit ich zeigen kann, dass ich sauber bin. Und das wollen wir natürlich dann auch stärker fördern. Und glaube, da ist so ein bisschen auch etwas, was wir zurückgeben können von dem, was wir dann tatsächlich tun. Vielen Dank. Was den Schritt von der Wirtschaftszeitung. Eine Frage von mir. Läuft es nicht alles, was Sie gerade am Ende gesagt haben? Der Herr Minister hat gesagt, dass Manuel Neuer für seine Kinder noch etwas zählt. Der Sportler möchte zeigen, dass er sauber ist, möchte sich zeigen. Läuft es nicht darauf hinaus, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel brauchen, dass nicht mehr nur die Nummer 1 etwas zählen kann bei uns? Dadurch, dass klar ist, dass man nur Nummer 1 wird, wenn gedopt ist,
Heißt das nicht auch, dass die Verbände anfangen müssen, die Normen so zu setzen, die deutschen Leichtathleten müssen mit die höchsten Normen weltweit erfüllen und versuchen dabei nicht gedopt, ja, mit die höchsten Normen zu erfüllen, versuchen dabei nicht gedopt zu sein, das ist, steht eigentlich in keinem Verhältnis zueinander. Das muss eigentlich einen gesellschaftlichen Wandel geben, dass auch der vierte, beziehungsweise bei der Tour de France der 40. Eine Plattform bekommt und sagt, ich, das ist meine Leistung. Das Verbände, das Prinzip des Leistungssports, das ist ganz einfach so. Dann funktioniert der ganze Unterhaltungsbetrieb. Also ich spreche dem nicht das Wort jetzt, ja, sondern dann funktioniert dieser Unterhaltungsbetrieb, das größte Segment der globalen Unterhaltungsindustrie, das ist der Spitzensport, größer als die Filmindustrie, größer als die Musikindustrie, das funktioniert dann nicht mehr. Aber wenn kann man nicht mal versuchen, jemanden, der bewiesenermaßen sauber eine Leistung abgeliefert hat, auch eine Plattform zu geben und zu zeigen, das ist die größte sportliche Leistung, die ein deutscher Athlet in diesem Wettbewerb schaffen konnte. Das haben wir intern in Ausstellungskämpfen herausgefunden. International ist er dann halt sauber nur Zehnter. Das ist eine Sache, theoretisch natürlich denkbar, ganz klar. Ja. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die die Geldgeber. Da kommt der Summe. Leistungssportler war mal in der Nationalmannschaft. Unter den Aktiven ist es immer anerkannt, ein siebter oder achter Platz, je nachdem, also die Aktiven sind nicht so auf den ersten speziell. Da seid ihr Journalisten, die Medien, die immer nur den ersten herausfinden. Für die Medien ist der undankbare vierte Platz. Der Aktive, der ist sehr zufrieden, wenn er vierten. Das sind die Medien, die das so aufnehmen. Oder die Gesellschaft. Ja, beides. Ja. Die Medien springen da auf die Züge drauf, die sie sehen. Das ist natürlich ein großes Problem in der ganzen Geschichte, denn wir haben natürlich auch die Situation im Sport, das ist der einzige Gesellschaftsbereich, der eine Autonomie genießt. Da wird nicht so reingeschaut wie in alle anderen Gesellschaftsbereiche. Und wenn dann die Medien als Kontrollinstanz, als einzige, die es de facto da wirklich geben könnte, weitestgehend ausfallen, und das tun sie, weil sie teilweise sogar mit dem Geschäft verquickt sind, Senderrechte und so weiter, also sich ihre Ware da nicht schlecht reden können, wie man wieder beim Problem damals ARD und so weiter, als Sponsor, haben wir natürlich eine Situation, dass diese massive Kontrollinstanz weitestgehend ausfällt, also am Profit des Systems natürlich beteiligt und interessiert ist. Und so kommt das Ganze in eine Schieflage, die aus der Geschichte heraus nicht zu beheben ist. Also ich nur dazu, ich glaube, dass sicherlich ist es nicht in der Reihenform jetzt vielleicht durchsetzbar, aber ich glaube schon, dass es sich lohnt, auch darüber nachzudenken. Und ich glaube auch, dass in der Gesellschaft die Akzeptanz für Fair Play und für Fairness und Wettbewerbsgerechtigkeit schon da ist. Also ist sicherlich ein Ansatz, der sich lohnt zu verfolgen. Ja, wir sind ans Ende der Veranstaltung gelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich für das lebhafte Interesse im Plenum und natürlich auch den Diskutanten. Wir haben einschlägige Fragen gestellt und wir haben aber auch einschlägige Antworten bekommen. Und das ist nicht immer so selbstverständlich. Ich hoffe, dass das Anti-Doping-Gesetz das hält, was sich Bayern davon verspricht, und wir werden das sehen. Es sind Verfassungsbeschwerden angekündigt bereits von prominenten Sportlern. Wir werden sehen, das Jahr 2016 wird jedenfalls sehr spannend werden. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und beglückwünsche den Wirtschaftsbeirat zu diesem Thema.